Wir haben heute die Geschäftsordnung geändert, weil die Corona-Krise stellt leider auch den Parlamentarismus vor ganz neue Herausforderungen nie gewesener Art. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, dass Ausschüsse künftig auch, wenn sie das vorher verabreden, in Videoform einige Leute zuschalten können. Man könnte auch insgesamt eine entsprechende Anhörung oder eine Sitzung ganz mit Videotechnik gestalten. Konkret ändert sich, dass die Kräfteverhältnisse im Plenum selbst bei geringerer Besetzung des Landtags nicht angezweifelt werden. Und was uns allen, wirklich allen ganz besonders wichtig war, diese Regelungen gelten längstens. Längstens bis zur Sommerpause sollten sich vorher Veränderungen ergeben, werden selbstverständlich Anpassungen vorgenommen. Und ich fand es ein tolles Signal, dass sich dem alle, aber wirklich auch alle Fraktionen angeschlossen haben und ihre Zustimmung erteilt haben. Mit dem heutigen einstimmigen Beschluss des Verfassungsausschusses zur Änderung der Geschäftsordnung wird sichergestellt, dass der Bayerische Landtag auch in Zeiten der Digitalisierung die notwendigen Signale nach außen sendet, dass Demokratie niemals stillsteht.